Klappe die 135. Das ist fürchterlich heute. Das ist ein Tag, ich versuche es auf alle möglichen Wege, euch ein Thema zu, ein Video aufnehmen für ein Thema, zu einem Thema. Vorher dauernd mein Verstand drinnen, jetzt haben wir gedacht, ich lese vor und dann ist, ich habe aber vorher so viele tolle Sachen erzählt. Ich sag's euch, es ist nicht einfach mit mir. Zurzeit, also heute. Irgendwie muss ich da was ändern. Keine Ahnung was, aber da komme ich nur drauf. Fakt ist, ich will vom Wandel reden. Bist du schon bereit dafür oder willst du ihn nur endlich schon da haben? Weil das ist ein gewaltiger Unterschied. Viele wollen einfach nur und warten. Der andere ist bereit dazu. So, das Problem ist jetzt wieder, wie erkläre ich das? Weil nur warten ist ein Blödsinn. Oder auch nicht. Einerseits wird es geholfen, andererseits müssen wir uns selber helfen. Was ich sagen will, da gibt es den Satz, willst du was bewegen, dann musst du dich bewegen. Das heißt aber jetzt nicht, dass du zur Demos gehst oder Regierung einen Zettel schreibst oder irgendeinen Brief schreibst, einen offenen Brief oder sonstiges machst. Wenn du das machen möchtest, dann gerne. Aber das ist jetzt nicht zielführend für viele andere. Die können dann manifestieren, die können Pläne machen. Und das meine ich ja. Mach etwas mit deinem Leben. Mach jetzt nicht das mit den globalen. Da läuft schon alles. Ja? Also das System fällt schon zusammen. Gesundheitssystem verändert sich auch. 2027 schaut schon anders aus, komplett anders aus. Also ich weiß, es dauert noch. Aber 2027 haben wir die Möglichkeit, nachher so quasi einen Jungbrunnen zu finden. Hat mit Energie zu tun. Das kommt. Dauert noch. So. Ja. Ich kriege immer was rein und dann haut es mir wieder raus aus meinem Thema, was ich genau sagen wollte. Also, du musst dich bewegen, du musst etwas tun dafür, dass du deinen Wandel erlebst. Das ist genauso wie, wenn du jetzt jammerst, und meistens jammern die Leute, das bringt nichts, nur jammern bringt nichts. Ich habe es bei mir erlebt. Ich habe damals gejammert, als ich kein Geld mehr hatte. Ja? Und da gibt es jetzt auch viele Leute davon, bei uns noch, jetzt zur Zeit, die halt auch kein Geld haben. Ich kann jammern und ich kann um Hilfe bitten und die Hilfe annehmen. Also ich habe gejammert und gejammert und gejammert, dass ich kein Geld habe und nicht gewusst habe, wie da rauskomme. Und ich bin jemand, der eigentlich oft einen Schritt zurückgeht und sich das Ganze anschaut und versucht, da auch noch einen Plan zu entwickeln, um wieder an Geld zu kommen. War aber in dieser Situation gerade nicht möglich, weil ich war gerade so wie in einem Loch. Ja? Ich hatte dann, und das war, man muss an Zenit kommen, um sich da rauszuholen. Und der Zenit war bei mir eben, ich habe sicher schon mal erzählt, aber ich glaube, es ist gut, das immer wieder zu erklären oder zu erzählen. Ich hatte nur, also der Tag, an dem sich bei mir vieles geändert hat, war der Tag, wo ich nur mehr 2 Euro hatte und Brot und Milch brauchte. Ich ging dort damals in den Supermarkt, es hat keine Brotdicke oder sowas gegeben, sondern nur dieses Regal mit dem verpackten Brot und da war das billige Brot schon aus. Das heißt, es war so der Kilowecken, der war recht günstig und den hat es nicht mehr gegeben. Es hat nur mehr das teure Brot gegeben und da konnte ich mir nur einen halben Wecken kaufen davon, damit ich mir noch einen halben Liter Milch kaufen konnte. Das ist sie damals mit 2 Euro ausgegangen, weil heute geht es nicht mehr aus. Aber wie gesagt, es war am Anfang des Euros, da ist sie das noch ausgegangen. Und also wie gesagt, ich bin dann rausgegangen mit den 2, also mit den Sachen.
Ich war so verzweifelt. Ich bin vor diesem Regal gestanden und ich habe gerät. Ich habe echt gerät, fast, also fast gerät. Ich habe es nur geschafft, dass ich rauskomme, aber draußen sind mir dann die Tränen gekommen. Ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr zurückhalten können und ich kriege jetzt wieder diese Gefühle rein. Ich weiß, wie es mir damals gegangen ist. Ich habe innerlich geschrien. Ich habe echt innerlich geschrien. Und ich habe innerlich so geschrien und habe es aber nachher auch mit dem, ich habe es auch dann in der Lautsprache gesagt, wo nicht geschrien, aber gesagt so, bitte helft's mir. Wow. Ja, es kommt wieder hoch. Aber das ist irgendwie schön, weil ich weiß, ich habe es geschafft und sie haben mir geholfen. Das war das Schöne dran, ja. Wir haben es geschafft, mein Team und ich, wir haben es geschafft. Und das war aber nur, weil ich darum gebeten habe, weil ich geschrien habe, bitte helft's mir, sie mir dann Hilfe gezeigt haben in Form darin, dass ich Bücher bekommen habe, die ich dann gelesen habe und auch befolgt habe. Ich habe das angewendet, was da drinnen gestanden ist. Und um das geht es ja auch. Wenn du diesen Wandel endlich erkennen willst, dass er funktioniert, dass sich etwas tut, dann ist es ja nur auch der Wandel bei dir, dass sich bei dir endlich etwas tut, dass du dich wieder wohlfühlst, egal wie es gerade in den Nachrichten läuft, weil ich sehe die Nachrichten als, aha, so weit sind sie schon. Also die gehören gar nicht zu mir, das ist wie ein anderer Planet, wo ich dann merke, aha, das machen sie jetzt und das probieren sie noch. Okay, weißt du, also das gehört gar nicht zu mir. Und du kannst auch diesen Wandel erleben, dass du dann sagst, okay, das interessiert mich nicht mehr, ich sehe aber den Fortschritt. Ich sehe viele Fortschritte. Eben wie letztens, dass ich sage, Lebensmittelknappheit oder dieses Insektenmehl, das sind alles Dinge da, wo du dich entscheiden kannst, was mache ich für die Zukunft. Und in der Zukunft ist es ja so, das System bricht weg, wir brauchen etwas Neues und davon rede ich später noch. Da habe ich mal auch was aufgeschrieben für alle, die dann selbstständig werden wollen. Hi, ich freue mich schon so. Und jedenfalls ist es so, du musst am Zenit sein, dass du dann eben Hilfe auch annimmst und durchführst. Ich bemerke es bei meinen Gesprächen. Ich bekomme Gespräche. Ich möchte eigentlich meine Gespräche nicht mehr so führen, wie ich sie bis jetzt geführt habe. Schon auch, ich gebe da immer Tipps, Techniken, die man anwendet und ich bitte darum, dass sie auch wirklich durchzieht. Weil ich habe auch Klienten, die Monate später sich dann rühren und sagen, ja, es geht ihnen nicht gut. Und wenn ich frage, ob sie das und das gemacht haben, was ich gesagt habe, höre ich oft ein, na, das habe ich nicht gemacht, dafür habe ich keine Zeit gehabt oder na, das hat mir gerade nicht gepasst oder ja, dann wird es nichts. Ich weiß, dass der Verstand auch oft sagt, na, das mache ich nicht. Aber genau das ist ja das. Der Verstand oder das Programm, das du drinnen hast, das will nicht umprogrammiert werden. Aber du willst ein anderes Leben. Wie soll das funktionieren? Wenn du noch weiter immer das machst wie vorhin. Du musst eine Veränderung durchmachen und das kannst du, indem du diese Hilfe annimmst und anwendest. Ja, so, ein bisschen streng gesprochen jetzt. Und das ist ja genauso, wenn du jetzt sagst, du hast Kreuzschmerzen und du sollst dich nicht bücken, du sollst in die Knie gehen und du sagst, na, kann ich jetzt nicht, weil das dauert mir zu lang und ich reiße schneller in die Hähe und so und ich weiß ja, ist so, aber dann ist der Schmerz noch nicht groß genug. Erst wenn er groß genug ist, dann geht er in die Knie, weil dann bemerkt er, okay, die Knieschmerzen oder das sind nicht so arg. Das kann man hintrainieren. Erst wenn ich die Bauchmuskeln und die Beinmuskulatur getrainiert habe, dann kann ich den Rücken entlasten und dann kann ich auch die Rückenmuskulatur wieder mit stärken. Also,
Da gibt man euch Tipps und dann wird es nicht befolgt, ne? So auf die Art. Nein, ihr macht es sehr gut. Ihr schaut so meine Videos und das ist schon wichtig. Aber wie gesagt, es gibt immer noch diejenigen, die einen Tritt brauchen. In den Hintern sozusagen. Ne? So, ich will jetzt nur schauen, nicht, dass ich da wieder was habe. Warum geht es auch nicht so schnell weiter? Also pass auf, bei mir war es ja auch so. Ich bin ja dann auch, ich habe es ja dann geschafft mit Manifestieren. Ich bin ja schließlich endlich jetzt dann in dieses Haus gelangt und bin jetzt selbstständig. Also das war aber, es sind Jahre dazwischen, ja, viele Jahre. Und die braucht man aber nicht so viele Jahre, weil ich habe ja in diesen Jahren dazwischen ja auch wieder 3D-Leben gelebt und bemerkt, dass ich wieder so richtig im System war. Wir haben beide gut verdient, haben in einem schönen Haus gelebt und dann war halt dieser Trott da und ich habe mir gedacht, na, das kann doch nicht sein. Ich will wieder manifestieren. Mir hat es so gut gefallen. Und vielleicht manifestiere ich mal viel mehr Geld, dass ich dann selbstständig werden kann. Hab's probiert, hat nicht geklappt. Ja, weil die Emotion nicht die richtige dazu war. Ich musste erst diese Situation wieder schaffen, dass ich mich, dass ich manifestieren konnte. Und die Situation war, ich habe gekündigt. Und mit dieser Situation, dass ich gekündigt habe, wusste ich, dass ich weniger Einnahmen habe und habe es geschafft zu manifestieren, dass die Einnahmen auf andere Seite wieder reinkommen. Aber auf einer Seite, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. So, dann habe ich jetzt dann doch die Selbstständigkeit so übernommen und Arbeitslosengeld weg und also und mache alles nur auf Spendenbasis. Ehrlich, ich könnte nicht davon leben. Es ist viel zu wenig, was ich jetzt gerade einnehme. Aber ich bin so zuversichtlich, dass alles, dass ich versorgt bin. Und das ist es aber. Ich bin total versorgt. Auch wenn ich viel zu wenig verdiene, um zu leben, damit leben zu können, wie das System es vorschreibt, trotzdem bin ich versorgt. Und das, um das geht's. Ich bekomme auch immer gute Ideen. Also ich habe jetzt weniger Aufträge. Dafür darf ich mich jetzt für den Kurs, den ich mache, mehr widmen. Und diesen Kurs, das sind sehr viele Techniken, sehr viele Sachen, die ich in meinen spirituellen Gesprächen auch immer wieder erwähne, dass sie das und jenes tun sollen. Das möchte ich aber jetzt in einen Kurs packen, weil ich meine spirituellen Gespräche wirklich mehr spirituell machen möchte. Ich habe es jetzt mehr bewusst gemacht. Ich war schon angebunden, um zu sagen, oh, das ist das Thema für diesen, das ist das Thema für dich. Und damit kann er oder sie weiterkommen und freue mich, wenn das auch nachher angenommen wird und durchgeführt wird, weil dann erfahre ich auch immer Erfolgserlebnisse, wirklich. Wenn die das anwenden, dann erfahre ich von Erfolgserlebnis. Wenn es nicht angewendet wird, dann erfahre ich von ja, nicht so schönen Sachen, dass sie halt kränker geworden sind oder sonstiges. Ja, Hilfe annehmen und sie auch wirklich anwenden, das ist immer so ein Thema, das finde ich sehr, 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 sehr wichtig. Ich lese dann noch kurz in meinem Buch weiter, dass ich ja nichts vergesse. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, wo ich meine, das wäre noch wichtig gewesen, dann schaut es noch bitte in den Videokommentar, also nicht in den Kommentaren, sondern in der Videobeschreibung rein, weil dann schreibe ich es noch dorthin. So, dieser Wandel kommt und aufhaltsam. So. Für manche ist es grausam, für die anderen ist es schnell, je nachdem, wo du dann gerade stehst. Jedenfalls, ja, es wird noch ein bisschen dauern, weil wir wollen ja alle mitnehmen. Und wenn wir das zu schnell machen, hätten dann zu viele einen Kollaps und würden dann gehen. Obwohl das eben ab März losgeht, es hat ja schon begonnen. Es hatten schon einige einen Kollaps und sind schon von der Erde gegangen.
Und das ist jetzt seit 4 Wochen. Also seit heuer. Es hat mit Anfang Jänner begonnen. Ich dachte, es wird erst mit März beginnen, aber vielleicht mit März sichtbar werden. Das könnte sein, dass jetzt schon begonnen hat und begonnen hat, beginnen musste, dass ich die richtigen Zeiten verwende, weil es im März dann nicht mehr verheimlicht werden kann und es auch in den Medien bekannt gegeben wird. Die einzige Statistik, die es eben gibt, ist nur in Rettungsdiensten, wo es darum geht, bei Verkehrsunfällen, dass ein medizinischer Vorfall diesen Unfall verursacht hat. Also meistens Herzinfarkt oder Schlaganfälle oder etwas in die Richtung, weiß nicht, was da noch alles gibt. Und das zeigt die Statistik, das heißt, nur da können wir es einmal wirklich sehen. Was mit deinen Nachbarn oder ringsherum in den Häusern geschieht, diese Statistik werden wir jetzt nicht so sehen, vielleicht aber erst ab März, da wird es dann sichtbarer werden. So, und das wird nachher, ich habe auch gehört, bis 24 wird es noch einmal losgehen. So, und jetzt komme ich zu meinen Gefühl dazu. Es ist gesagt worden, dass 23 und 24 sehr viele die Erde verlassen werden. Für mich ist es so, dass es 23, es ist auch so. Nur, ich sehe das jetzt nicht in 24, dass es ist gesagt worden, dass 2024 der Hauptteil geht oder der größte Teil geht. Ich sehe es so. 2023 läuft es das ganze Jahr durch, schön langsam. Und 2024 nur ein halbes Jahr. Und mir zeigt sich immer wieder dieses Bild und es ist erschreckend, aber vielleicht bis dahin ist die Menschheit schon so weit, dass sie sagt, okay, sie haben jetzt so viele schon gehen sehen, dass sie sich vor nichts mehr schrecken, die Menschen, die bleiben, die damit umgehen können und sagen, okay, so ist es. Also die haben dann das Bewusstsein schon so groß, dass es 2024 ist es so für mich, wie dass da ein Schalter umgelegt wird und auf einmal plötzlich viele sterben. Möglich. Es war ein Bild, das mir gezeigt worden ist und jetzt mein Verstand wieder sagt, ich darf nicht drüber reden, weil YouTube mag das nicht. Also bei der Monetarisierung. Ich müsste da Hackerl machen. Schauen wir mal. Gut. So, das ist jetzt nur eingeworfen. Es ist jedenfalls so, dass das System komplett weg, dass das System komplett weg ist und neu aufgebaut wird. Das heißt, das System bricht ja jetzt zusammen. Man versucht aber wieder ein neues System zu holen. Immer wieder ein System zu einem System. Versteht's, was ich meine? Immer wieder ein Ersatz, was sich dann herauskristallisiert, dass ja das eigentlich schon wieder in die Richtung geht. Nein, weg damit, nächster Ersatz. Oder nein, ich gehe dorthin. Also man sucht sich nachher die verschiedensten Systeme. Und das passiert jetzt dann im Jahr 2030 bis 2040. Danach gibt es kein System. Also 2040 ist dann das freie Leben da. Aber von 2030 bis 2040 wird halt nachher passiert die Entwicklung. Ja? Und 2040 haben wir dann unser System freies Leben. Und wenn du jetzt meinst, mein Gott, nein, ich bin ja schon 70, das wäre nicht mehr der Leben. Moment, 2027 gibt es ja diese Möglichkeit des Jungbrunnens. Also, wenn wir wollen, erleben wir das alle. Wenn wir nicht wollen, dann gehen wir. Und das habe ich ja schon auch heuer ja gesagt, da war ja dieser Zeichentrickfilm, den ich gesehen habe, also vor meinem inneren Auge gesehen habe, den Zeichentrickfilm, wo ich dann aufgewacht bin mit zwei Leichen und ich. Das heißt,
Das war so, wir sind alle so in einer Art Toterfahrung und dürfen dann entscheiden, ob wir wieder auf der Erde weitermachen oder ob wir drüben bleiben. Also manche auch hier wollen dann nicht mehr herkommen, weil sie nur hergekommen sind, um diese Überbevölkerung hier zu erreichen, damit eben dieser Plan läuft, der gerade läuft. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr das mitmacht, obwohl ihr extreme, wie sagt man, nicht, ne? Heimweh habt. Extrem Heimweh habt. Und das natürlich auch im Körper auch geht und nicht mehr wisst, was tun könnt. Also, wie gesagt, ihr könnt sehr wohl Hilfe annehmen und diese hier durchführen. Auch mit Ho'oponopono und solche Sachen. Macht's das. Auch wenn ihr dann nicht weiter hier sein wollt. Aber ihr erleichtert euch das Leben bis dahin um einiges. Also nehmt auch ihr die Hilfe an. Und wenn es nachher so weit ist, dass ihr euch entscheiden dürft, dann könnt ihr euch immer noch entscheiden. Es hält euch ja nicht fest, wenn ihr auf einmal das und das könnt. Es hält euch gar nichts fest. Ihr könnt es immer jederzeit entscheiden. Ja? So, das war jetzt an die Sternensaaten, an die, die wirklich hier nur diese Aufgabe hatten und noch bleiben müssen. Aber auch, weil sie sich auch vielleicht trotzdem mit ausgesucht haben, etwas hier Erfahrung zu sammeln, wenn sie schon einmal hier sind. So, wir sind schon bei 20 Minuten. Ich wollte aber dann noch weiterreden. Doch, ich rede nicht mehr viel weiter, sondern verweise darauf, dass es andere Videos auch noch gibt. Es folgen weitere Videos, die noch zu diesem einen Eintrag aus meinem Notizbuch stammen. Es werden zwei. Viel Spaß dabei. Tschüss.